Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wie ihr hört, ich bin immer noch erkältet, regt mich richtig auf, aber jetzt gleich kommt erstmal Nasenspray, dann kann ich schon mal besser reden. Nach dem Aufstehen ist das ja eh immer furchtbar bei mir. Und ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich schon mal meine Haare geföhnt. Ich habe jetzt gerade hier noch meine Schlafklamotten an, also Pulli und Leggings. Und jetzt werde ich einfach mich eben umziehen und dann runtergehen und frühstücken. So, das hier ist jetzt mein Outfit. Einfach nur eine schwarze Jeans, ein grünes Oberteil und dazu halt einfach so einen passenden Schal. Und jetzt werde ich hier eben mein Zimmer aufräumen, also Bett machen und den Föhn wegräumen. Denn der Robin hasst das, wenn ich den hier drin liegen lasse. Und ich hasse es, wenn mein Bett nicht gemacht ist, wenn ich aus der Schule komme. Deswegen werde ich das jetzt eben noch vor dem Frühstück erledigen. So, das Zimmer ist jetzt wieder aufgeräumt und jetzt gehe ich mal runter frühstücken. So, ich mache jetzt hier noch eben beide Kerzen an. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg zu meinem Adventskalender. So, das war jetzt in meinem Adventskalender drin. Einfach nur eine Haarkur. Und die Amy frisst jetzt gerade hier auch schon. Ne, Eveline? So sieht jetzt mein Frühstück aus. Das sind hier einfach nur Porridge mit Obst, also Birne und Mandarine. Und dann habe ich noch einen Früchtetee. Und ja, das werde ich jetzt erstmal essen. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Schule. Würde ich sagen, bis nachher. Tschüssi! 2000 Jahre später. Ich spiele nicht mit dir. Boah, die sind stark kaputt. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und wir hatten ja heute zum Glück eine Kurzschule und hier ist es richtig schönes Wetter, also werde ich gleich mit Paula ausreiten gehen. Hier liegt der Dachski und chillt sein Leben, aber jetzt habe ich erstmal Hunger, deswegen werde ich mal gucken, was es so gibt. Und dann kommt die Amy um die Ecke. Hallo. Sich erst mal ein Gesicht waschen. Du bist so widerlich. So, das ist jetzt mein Essen. Robin sitzt hier auch. Wir haben halt einfach so einen Nudelauflauf. Dazu ein Smoothie mit Heidelbeeren und hier so einen leckeren Nachtisch. Joghurt mit Zimt und auch Heidelbeeren. So, ich habe mir jetzt schon mal meine Reitsachen rausgelegt. Viele fragen mich auch, ob ich meine Reitsachen komplett hier oben habe. Also, ich habe die frischen Sachen immer in meinem Kleiderschrank und die dreckigen Sachen halt im Pferdekeller. Aber dazu habe ich euch ja auch schon mal ein Video gedreht. Oh, Belichtung. Das kann ich euch ja mal in die Infobox tun. Weil dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Dann zeige ich euch nämlich komplett meinen Pferdekeller. Und ja, wie ihr seht, haben wir eine neue Reitleggings. Meine absolute Lieblings. Boah, die ist so schön mit dem Camouflage. Ich habe gesagt, lass davon noch mal ein paar mehr machen, weil die ist auch super, super cool. Aber natürlich hört nicht niemand immer auf mich und deswegen ist das jetzt leider nur limitiert. Also müsst ihr schnell sein, falls ihr die haben wollt. Ihr könnt die momentan nur vorbestellen. Ich habe hier nämlich so, wie nennt man das? Diese Exemplare kriegt man ja immer und da
habe ich das halt, also diese Probehose. Und die habe ich halt jetzt schon, deswegen kann ich die schon anziehen. Und dann werde ich ganz persönlich und ganz schnell die Päckchen packen, damit ihr alle diese coole Hose bekommt. Und ja, ich werde das jetzt erstmal anziehen, denn ich muss jetzt gleich schön in den Stall. Und dann zeige ich die Hose jetzt gleich nochmal angezogen. Und ja, würde ich sagen, ich ziehe mich mal eben um. Bis gleich. So sieht die jetzt gerade angezogen aus. Irgendwie ist das Licht gerade total komisch. Mega, mega cool. Ich liebe diese Hose echt so sehr. Also vor allem diese Farbe. Und hier das Zeichen, ich kann es ja mal so zeigen, ist halt jetzt so schwarz, wenn es fokussieren würde. So, ist halt so schwarz. Und hier, das ist halt auch jetzt schwarz gemacht worden. Aber wie man sieht, sind halt trotzdem noch die Gripkronen drauf, Hufeisenkronen. Und ja, ich bin schon komplett angezogen, auch mit Socken und Oberteil. Und dann würde ich sagen, jetzt ist gleich los. Wir haben jetzt kurz nach 2:30. So, ich bin jetzt im Stall angekommen, ne? ich bin bisher ganz alleine. Genau heute, wo ich ausreiten gehe. Hallöle! Ich stehe so ganz in der Ecke. Hallo! Hallo! Dein Kumpel, ne? Na. Ich werde jetzt erstmal putzen. Meine Mama. Ja, der guckst du mir nicht. Oh, Paola. Nee. Kannst ich. Nein. Ich dachte, du wärst sauber. Ja, was ich sagen wollte, werde jetzt erstmal putzen und meine Mama ist währenddessen bei Inkhorn Smarty. So, wir sind jetzt fertig. Nee. Ich werde jetzt da aufsteigen und dann kann es losgehen. Es ist so kalter Wind, ich sag's euch. Riesenpfütze. Hopp und hopp. Let's go. Wir sind jetzt gerade unterwegs und Leute, es ist so schönes Wetter. Fühlt sich an wie Frühling, nur eigentlich sollte Schnee liegen. Nee, mein Schatz. Diese Mähne, ey. Riecht voller Staub. Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause und muss mich ein bisschen beeilen, denn um 4 Uhr holen meine Freunde mich ab. Ich muss jetzt noch mein Handy in meine Tasche packen und werde jetzt hier noch den Schal anziehen und dann kann es losgehen. Ich hatte genau die gleichen Sachen an wie in der Schule. Und ja, wir gehen nämlich jetzt ein bisschen in die Stadt einkaufen und vielleicht nehme ich euch ja ein bisschen mit. So sehe ich aus. So, ich stehe jetzt hier schon fertig angezogen und warte jetzt nur noch auf meine Freundin. Denn die kommt jetzt gleich und dann fährt die Mama uns halt in die Stadt und meine Mama holt dann ab. Also ziemlich passend, dass dann nicht eine Mama beide Touren fahren muss. Und ja, jetzt wie gesagt, warte ich noch eben und dann geht's los. Ich freue mich schon total. Und ja, vielleicht kann ich euch ein bisschen mitnehmen. Muss ich mal gucken, wie voll das auch da ist. Weil irgendwie ist mir das manchmal auch so ein bisschen peinlich, wenn ich dann mit der Kamera so dann rede und nehme. Also wenn nur so ein bisschen ein paar Leute da sind, finde ich das nicht so schlimm. Aber wenn so richtig viele Leute da sind, ist das schon ziemlich peinlich. Zeig mal. Warte. So, wir sind jetzt fertig mit Shoppen. Gehen jetzt wieder raus. Ja. So, Dille. Wir haben ja alles voll bepackt. Die ganze Tasche ist voll auch mit Weihnachtsgeschenken. So, ich bin jetzt schon wieder zu Hause. Meine Freundin haben wir halt gerade schon nach Hause gebracht. Denn wir haben jetzt schon 8 Uhr. Ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich so gekauft habe. Heute mal ziemlich viel, weil ich nochmal neue Sachen brauchte. Denn irgendwie habe ich die halt irgendwie, passten mir die ganzen Sachen vom letztes Jahr nicht mehr richtig. Also hier Klamottenteil alles. Oh, die gehören nicht dazu. Jetzt hängen die da fest. So, diese Oberteile hier halt, die Hosen, noch ein Pulli, eine Jacke. Und ja, die Geschenke zeige ich euch jetzt mal nicht. Ich habe nämlich Angst, dass irgendjemand die aus der Familie sieht. Also, die Textmarker ist auch ein Geschenk, aber das ist ein Wichtelgeschenk. Und ich werde mir jetzt hier alles noch gemütlich alles hier anmachen und einen Film schauen. Den habe ich jetzt hier gerade schon mal gestartet. Und ja.
Wie ihr ja sehen konntet, habe ich mir jetzt hier schon mal alles gemütlich gemacht. Ich habe jetzt wieder das normale Licht kurz angemacht, weil es war sonst zu dunkel für die Kamera fürs Ende. Denn ich wollte mich schon bei euch verabschieden. Das war heute halt einfach so mein Tag. Ich habe in der Stadt gegessen, also nicht wundern, dass ich jetzt kein Abendessen mehr esse. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!